So, weiter mit Chrono Trigger. Und was sagt mir dieser Typ jetzt? So, looks like you were successful. No, don't thank me. I didn't do a thing. I just gave you a place to begin. If you really want to thank me, make me a member of your team. By the way, the Wings of Time has come looking for you. It seems to have a heart and mind of its own. You wish to fight Lavos, correct? Many paths lay open to you. You may use that bucket or fly the Wings of Time to the Day of Lavos. Or there's the Black Omen, which floats in the sky above your world. Lavos is somehow connected with it. It's up to you to decide when and where to fight Lavos. By now you must realize you are the only ones who stand a chance against him. However, you will not be alone. I have had vague glimpses of events, people and places that will empower you. In the Middle Ages, a woman's sheer determination brings a forest back to life. A fugitive in the Middle Ages, Ozzy, maintains an evil hideout. There's a task to be done in the future, where machinery originated. And there's a very special stone that can shine its light on each generation, from the distant past to the far future. There's the ghost of a lofty knight slain by Magus in the Middle Ages, who haunts the present. There's an object in the Middle Ages that sparkles like a rainbow. One of you is close to someone who needs help. Find this person fast. Just as you touch the lips of every life form you meet, so too will their energy strengthen you. Fail to live up to your potential and you will never win. I'm sorry that I must simply witness the coming spectacle from my vantage point here. Gut gesprochen, alter Mann. Also, ich werde die einzelnen Aufgaben jetzt in der Reihenfolge abarbeiten, wie er sie mir gerade genannt hat. Und deswegen geht es jetzt erstmal ins Mittelalter zurück. Full Speed Ahead. Da war ja eine Frau, die versucht, einen Wald zu retten. Und ich weiß ganz genau, über wen er spricht. Go, go, go! Spricht nämlich über die hier. London. Und was sagt sie? My husband Marco is finally home. I'm so relieved. Don't worry, I'm home for good. Gut zu wissen. The desert monsters are draining the life out of the soil here. This mystic seedling could revive the forest, but I can't plant it here. Ah, deswegen muss ich diesen Setzling retten. Das ist noch dieser Zaubersetzling vom Guru of Life. Ah, ich verstehe. The monsters in the desert cave hate water, but I can't defeat them by myself. Deswegen bin ich ja da. Und deswegen habe ich auch zwei Wassertypen mitgenommen, nämlich Frog und Marle. Also ab zum Sunken Desert. Und runter hier. Erstmal die Truhe hier nehmen. Und bevor ich es vergesse, hat er doch ein neues Schwert. Und hier vielleicht noch irgendwas? Nee. Aber Goldstart kann er behalten. Ja, und die. Ja, ich lasse es jetzt erstmal so. Okay. Wer will kämpfen? Kavala hießen die. Nee, Hexapod. Wer war denn nochmal Kavala? Und die benutzen Ice Water. Falls sie nur nicht sterben nach dieser Attacke. Jetzt bin ich gespannt, wie viel das abzieht. Wow, ist das ein schiefer Ton. Okay, das scheint eine sehr effektive Combo zu sein. Also werde ich erstmal so weitermachen. Triple Tag, Arc Impulse. Okay. So, Truhe her. Full Ether. Oh nö, was ist denn jetzt los? Wow. Schwimmende Sandfische? Mohaver. Ich denke, Luminär würde, glaube ich, ausreichen, um diesen Typen erstmal die Suppe zu versalzen. Das reicht, oder? Genau, mein Reden. Danke.
Wahrscheinlich kommen jetzt hier ganz viele Monster. Ja, das dachte ich mir. Hexaport. Luminär. Oh oh. Komm, oh, komm. Ice Water. Oh, dieser Ton ist ja schlimm, ey. Gott. Eins, zwei, drei. Bam. Weg mit euch. Und cool, sie hat irgendwas erlernt. Cure 2, glaube ich. Oh, wollt ihr mich verarschen? Mohaver wieder. Kaboom! Das war's für euch. Water 2! Dual Tech Glacier! Coole Sache! Oh nee, nee! Die totale Verarsche! Massive Ice Attack. Okay, das will ich unbedingt sehen, obwohl das geht nur auf einen, deswegen benutze ich trotzdem Ice Water. Aber das will ich unbedingt sehen. Ich glaube, ich habe diese Attacke überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Autsch, ihr tut mir leid. Ihr tut mir sowas von leid. Aber ihr wollt ja eins auf die Fresse. Sonst würdet ihr ja nicht die ganze Zeit hier angreifen. So, Elixier. Ja, darauf war ich gefasst. Darauf war ich jetzt ehrlich gefasst. Musste ja so sein. Und ist das eine Zunge, die da runterhängt von denen? Oder ist das eine Krawatte? Nee, das soll die Zunge sein. Ja, das ist ja widerlich. Wie dieser eine Typ von der Band Kiss. Oh, sie konnten mich einmal angreifen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh Mann, jetzt habe ich auch noch die falsche Attacke benutzt. Aber es hat ausgereicht. Danke, Frog. So. Das war's jetzt aber, oder? Aeon Suit vielleicht für dich? Ja. So, hier ist runter. Full Tonic. Und was ist los? What was that? Das müsste das Monster sein, was dafür verantwortlich ist, dass hier keine Natur mehr wachsen kann. Keine Bäume mehr wachsen können. Okay, aber vorher will ich erstmal alle Truhen öffnen. Hyper, Ether, Aeon Helm. Muscle Ring, okay. Memory Cap, schon wieder. Und Full Ether. Okay, dann lass uns jetzt mal kämpfen. Wo bist du? Komm. Komm her. Dich kenne ich doch schon. Ich bin gespannt, was er drauf hat. Ich habe lange nicht mehr gegen diesen Typen gekämpft. Aber ich weiß, dass man Wasser benutzen muss, damit man vernünftig angreifen kann.